Die Ausstellung hat den Titel Dreimal Holz. Gezeigt werden in dieser wunderschönen Zusammenstellung Arbeiten von drei sehr unterschiedlichen Künstlern mit ganz unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Da ist zunächst einmal die in Hamburg geborene Künstlerin Petra Schuppenhauer. Sie schafft Holzschnitte wie diese wunderbare Folge von Wellen, Bewegungen, die Sie hier hinter mir sehen. Petra Schuppenhauer hat in Hamburg angefangen zu studieren, ist dann nach Leipzig gewechselt, wo sie jetzt als Galeristin, Schneiderin von Holzschnitten und anerkannte Künstlerin lebt. In ihren Holzschnitten schafft sie es, bis zu 17 Veränderungen aus einer Platte zu schnitzen und dann diese ungeheuren Energien lebendig als Flachdruck, lebendig auf die Blätter zu drucken. Das geht hier von dieser Welle bis zu diesen riesigen Arbeiten der Arktisblätter, die über 1,40 Meter hoch sind. Das ist auch eine physisch ungeheure Schwierigkeit und Anstrengung. Der nächste Künstler ist dann Abishek, in Israel geboren, der verhältnismäßig zurückhaltend in den Farben ist. Bei ihm sind nur zwei Farben hervorstechend. Das ist einmal ein Blau, das er aber auf die Leinwand malt, und das Schwarz seiner Holzschnitte. Das Tier ist sein Thema, aber nicht in einer gefälligen, freundlichen, attraktiven Form, wie wir Tieraufnahmen kennen, sondern in einer grundsätzlichen Formfesthaltung, in der das Elementare des gesamten Wesens eingefangen ist. Der dritte ist Raimund Göbner, den wir hier mit diesem kleinen Boot sehen, in dem ein verträumt, verschlafenes Paar liegt. Seine Arbeiten menscheln. Er ist derjenige, der von den Dreien sich dem Alltag des menschlichen Lebens am intensivsten zuwendet. Der Galerist hat die Kombination gewählt, weil ihm auch am Thema des Holzes etwas liegt. Das Holz ist einer der ursprünglichsten, vielleicht das ursprünglichste Material, mit dem der Mensch kreativ umgegangen ist. Vielleicht war es ein Holzknüttel, mit dem Kain den Abel erschlagen hat. Das Holz verfällt sehr schnell. Dennoch können wir nachweisen, dass es sehr frühe Schnitzwerke in Holz gab und das Holz tatsächlich im Sinne auch des Druckes schon vor etwa 3000, 4000 Jahren verwendet worden ist. Man hat Siegel damit gedruckt, man hat Zeichen in das Holz hineingeschnitzt, und so war das Holz sehr früh in der Lage, Informationen breit zu streuen. Als Holzschnitt wurde der Druck in Deutschland, vor allem in der Zeit Dürers, berühmt. Und in einer zweiten Phase des Holzschnittes war Deutschland in der Zeit des Expressionismus auch wieder führend. Und beides Mal hat man mit dem Holz unendlich viel aussagen können, nicht nur in den Schnitzaltären, sondern eben auch in den Holzschnitten, in denen man die Bibel zu den Menschen gebracht hat, aber dann auch schon sehr früh die politischen Botschaften. Das heißt, wir müssen auch die Holzarbeit unter dem Aspekt sehen, bei der Vervielfältigung etwa bei Petra Schuppenhauer, was ist die Botschaft? Im Holz wird immer auch Botschaft verkündet. Also Tillmann Riemenschneider und andere Künstler, Veit Stoss oder Erasmus Grasser, haben ja mit ihren Holzfiguren etwas zum Ausdruck bringen wollen. Und in der Zeit dann der Holzschnitte, der Holzdrucke, wurde zum Beispiel das Bibelwort ja dann auch kritisch analysiert durch die Publikation
Und es kam sicherlich auch infolge des Buchdruckes, der ja auch ein Holzdruck war ursprünglich, zu kritischer Auseinandersetzung mit der Kirche und mit den religiösen Botschaften. Martin Luther ist sicherlich auch zu verstehen unter dem Aspekt der Vervielfältigung von Informationen. Und so ging das dann bis in den Bauernkrieg und bis dann in die Zeit auch des Expressionismus, als Kirchner, Schmidt-Rottluff, Otto Müller, aber auch schon vorher Munk und natürlich Nolde und andere den Holzschnitt zu einer ungeheuren Ausdruckskraft emporentwickelt haben. Diese Ausdruckskraft ist nun in einer jüngsten Generation von den beiden Künstlern Abhishek und Petra Schuppenhauer in einer einzigartigen Art und Weise weiterentwickelt worden und weitergeführt worden. Petra Schuppenhauer beschäftigt sich zum Beispiel in einer Analyse über die Elemente, über die Landschaft, über das, was an äußerem Sein um den Mensch herum ist, mit der Nachhaltigkeit der Dinge. Also in einer Welle geht es ihr zum Beispiel nicht darum, wie bei Hokusai in seiner Kaganawa-Holzschnittarbeit von 1830 ein religiöses, schicksalhaftes Motiv darzustellen, sondern sie fragt sich in dieser Welle in sieben Teilen, die sie einfach nur Bewegung nennt, was ist das für ein Element, das in ständiger Unruhe ist und das doch sich weiterreicht? Das ist ja wie eine Energie, wie die Kraft der Sonne, wie die Wärme, die sich weiterreicht und weit über unsere Möglichkeit der Beobachtung hinausgeht. Deswegen nimmt sie sich dieses Thema eindringlich vor, beschäftigt sich damit und kommt dann eben auch zu sehr einschneidenden und gravierenden Erkenntnissen. Über das Element, über die Welle. Auch ihre Arktis-Serie beschäftigt sich mit diesem Grenzgang der Verteilung von Wasser und Landschaft, also Stein, Geröll. Diese Verteilung ist ja auch etwas, was wir in den Energien, in den Künsten völlig neu beurteilt finden. Also wenn zum Beispiel eine Künstlerin schwarz-weiß abstrakt arbeitet und das Diffusions nennt, dann ist das genau dasselbe wie diese Diffusion, die wir hier erleben, bei Petra Schuppenhauer, zwischen Land und Wasser, zum Beispiel bei ihrer Arktisreise. Diese Verteilung von Energien im Blau und im Schwarz-Weiß und dabei das Elementare beobachten, das ist etwas, was Abhishek wie kaum ein anderer Künstler auch gewissermaßen auf die Spitze treibt. Man erkennt seine Tiere nicht nur am Gehirn, sondern manchmal schon an einer Ohrenspitze. Er ist in der Lage, das ganze Wesenhafte einer Kuh nur über das Lagern, einer Gazelle nur über den krummen Buckel, der angespannt ist zum nächsten Sprung, auszudrücken. Die Wesenheit eines Vogels als leicht gefiedertes Luftelement ist natürlich mit der Farbe Blau wunderbar in Einklang zu bringen. Aber seine schwarzen Tauben sitzen auch da und halten den blauen Ölzweig in der Hand. Das heißt, sie halten etwas in der Hand von Hoffnung. Sich diesen Dingen, den Elementen und den Tieren anzuverwandeln, ist im Endeffekt etwas, was mit dem neuen Sehen zu tun hat. Wir sind wachsam geworden im Verhältnis zur Natur. Wir sind wachsam geworden, wie gehen wir mit den Ressourcen der Erde um? Wir, die Menschen. Und wir lernen im Endeffekt von den Künstlern, der Künstlerin und dem Künstler, die Bedeutung und die Wesenhaftigkeit der Form als Information, als Schlüssel für unser eigenes Verständnis von Schöpfung und Natur anzunehmen. Bei Raimund Göbner ist die Bezogenheit auf den Menschen ungeheuer eindringlich.
Es ist genau der Mensch, wie wir alle, du und ich, der im Alltag zunächst über diese Dinge überhaupt nicht nachdenkt. Sie gehen zum Strandbad oder ins Schwimmbad und freuen sich, ihr Eis zu essen und haben ihre Sonnencremes dabei und leben im Endeffekt diesen freundlichen Alltag zwischen Fernsehunterhaltung, Konsum und der Arbeit, die sehr belastend und schwierig für fast alle ist. In diesem Alltag suchen die Menschen Freiheit. Sie setzen sich aufs Rad, sie setzen sich auf ihre Vespa, sie fahren mit ihrem Cabriolet offen und träumen davon, dass sie wie das Tier frei wären. In Wirklichkeit sind aber die Menschen nicht einmal so frei wie die Pflanzen und die Tiere des Abhishek oder wie die Natur und Landschaft von Petra Schuppenhauer. Genau genommen sind wir das, was wir dem Tier teilweise angetan haben und der Natur. Wir sind Topfpflanzen in Büros, in Etagen. Man muss uns wirklich künstlich düngen und immer rechtzeitig Wasser geben, damit man nicht eingeht. Das heißt, unser Gehalt und all das, die Umsicherungen um uns herum, von der Krankenversicherung bis hin zur Rentenversicherung, das muss alles funktionieren, sonst sind wir nicht mehr lebensfähig. Das Erstaunliche ist, wie Raimund Göbner diesen Menschen dennoch eine ungeheure Unmittelbarkeit und Frische angedeihen lässt. Das heißt, sie sind in ihren Lebensformen, sie sind in dem von ihm beobachteten Alltag immer noch heiter gelöst, wie eine Frau mit einem gepunkteten Kleid, der Wind in den Rücken fährt, im Endeffekt heiter und fröhlich zu ihrem Einkauf geht. Oder ein Paar eben den Ausflug auf dem Radl zum Wald genießt. Diese Alltagsbeschreibung von Raimund Göbner ist aber genau das, was auch das kritische Anmerken ist. Der Vergleich mit Zille aus Berlin, der das Milieu der Menschen seiner Umgebung sorgsam beobachtet hat, ist nicht ganz falsch. Der Pinsel Zille, wie man ihn auch genannt hat, hat sicherlich in dem Augenblick, in dem er die Wahrheit des Menschen in seinem sozialen Alltag einfängt, die Fähigkeit, über sein psychologisches Bild und über sein soziales Bild kritische Anmerkungen zu machen. Und genau das macht Raimund Göbner auch. Zwischen dem Traum und dem Ziel des Menschen und seinen Realitäten klafft immer ein großer Unterschied. Raimund Göbner macht nun nicht das, was die beiden anderen machen, nämlich eine Holzplatte zu bearbeiten, sondern er macht das, was Barlach auch gemacht hat, einen großen Holzklotz zu bearbeiten. Und das bedeutet nur eine ganz andere physische Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Stamm, mit dem gewachsenen Baum. Der sieht in dem Stamm, in dem Block die Figur. Er sieht das Bild, das er haben will oder das ja auch in diesem Stück Holz drinsteckt. Und dann muss er nur so lange draufschlagen und wegschlagen, bis dieses Stück da ist. Aber dieses Vorgehen hat auch etwas von ständiger Auseinandersetzung mit dem Motiv, wie bei allen Künstlern. Und deswegen findet Abhishek zu dieser kargen, asketischen, reinen, fast schriftzeichenhaften Form und Petra Schuppenhauer zu dieser elementaren, energetischen Qualität ihrer Aussage und Raimund Göbner zu der Wahrhaftigkeit des Lebens und des Lebenssinns in seinen Figuren. Die Ausstellung Dreimal Holz zeigt letztendlich auch, wie sehr der Mensch, wie sehr wir alle mit der Natur, mit dem Holz, mit dem Gewachsenen verbunden sind, wie wir selbst unser eigenes Wachstum an dem, was an Natur um uns herum sich aufbaut und blüht und lebt, im Endeffekt bedrohen,
wenn wir die Natur bedrohen, oder eine Balance finden, indem wir mit der Natur in einer friedlichen, einvernehmlichen Situation weiter gedeihen können. Es ist eine Ausstellung, die wachsam macht, eine Ausstellung, die viele Gedanken weckt, eine Ausstellung, die in diesem Trio wunderbare Ergänzungen zueinander entwickelt, aus dem Grundelement, aus dem all diese drei unterschiedlichen Positionen entwickelt wurden, dem Holz, dem Gewachsenen, das uns die Schöpfung in der Natur geschenkt hat. Und alle drei Künstler, Petra Schuppenhauer, Abhishek und Raimund Göbner, tragen diesem Geschenk an den Menschen sozusagen durch ihre Arbeit etwas Reines und Schönes wieder zurück. Danke, das war's.